Das war so, dass ich ein Bild hatte von Randstadt. Ich habe es überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht mit Personalvermittlung. Aber die Empfehlung, die mir ausgesprochen wurde, war dann so nachhaltig, dass ich dann auch keinen Gedanken hatte, ein anderes Unternehmen zu konsultieren oder einzuschalten. Gerade der Bereich der Personalberatung ist spezialisiert darauf, auch in den Executive Search zu gehen. Wir kennen die Märkte, wir kennen die einzelnen Branchen, die Herausforderungen, die dort vorhanden sind, genauso wie die Bedürfnisse in den Kundenunternehmen. Ich halte es immer für gut, wenn man einen Blick von außen hat. Und die Frau Zierath, die Firma Randstadt, hat natürlich jetzt nicht nur uns als Kunde, die wissen ja genau, was in diesem Bereich läuft. Und das ist uns letztendlich dann auch zugute gekommen. Meine konkrete Aufgabe in Bezug auf die deutschen Wohnwerte war, dass ich eine kaufmännische Leitung für das Unternehmen besetzen sollte. Wir haben verdeckt geschaltet und sind dann natürlich in den Direct Search gegangen, haben Kandidaten proaktiv angesprochen. Viele dieser Kandidaten sind in der Regel zu 95% in einer festen Anstellung und wissen vielleicht auch noch gar nicht, dass sie sich gerne verändern möchten. Diskretion ist natürlich ein wichtiges Argument, wenn ich mich aus einer bestehenden Stelle heraus bewerbe, dass mein Arbeitgeber es quasi nicht mitbekommt. Diese fachlichen Qualifikationen kann man natürlich relativ schnell abdecken. Das Wesentliche sind da natürlich die persönlichen Nuancen. Wie sind die Führungsstile in dem Unternehmen? Welche Ausrichtung und welche Wertmaßstäbe legt der Geschäftsführer beispielsweise an oder der direkte Vorgesetzte für diesen Bereich? Viele große Firmen haken einfach nur Fähigkeiten ab. Im Hause Randstadt ist das nicht so. Also da ist das persönliche Gespräch sehr wichtig und auch, ob man eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Und der Vermittler, so hatte ich das Gefühl, achtet sehr darauf, auf die persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften der Person. Das Ergebnis dieses Prozesses ist, dass wir diese Position mit Herrn Zeich als idealen Kandidaten fürs Unternehmen besetzen konnten und er nun das Unternehmen gesamtwirtschaftlich voranbringen kann. Ist ein sehr komfortabler Weg. Ich erspare mir sehr viel Zeit, indem ich selber Analysen machen muss, wen ich denn jetzt zum Vorstellungsgespräch dann einlade. Und es ist auch wesentlich kompetenter, wie wenn das jetzt rein im Personalbereich angesiedelt ist. Also da hatten wir beide sehr viel Glück, die Frau Zierath und ich. Es hat wirklich sehr gut also gepasst. Auch das Team, in dem ich hier arbeite, da passe ich also sehr gut rein. Die Kompetenz und aber auch die Führungskraft, die hat, wird im Erstgespräch oder aufgrund von Unterlagen nicht ersichtlich. Und da war schon der deutliche Hinweis von der Frau Zierath, für mich auch wesentlich, die ihn ja ausführlich interviewt hatte und gesagt hat, es wäre der richtige Mann. Es gibt leider sehr viele Personalvermittlungsfirmen, die eben nicht nach der Persönlichkeit achten, sondern rein auf das, was man in seinem Lebenslauf quasi erreicht hat oder nicht. Und wenn da nur ein Kriterium eben nicht stimmt, dann fliegt man aus dem Prozess raus, obwohl man ansonsten bestens quasi geeignet wäre. Das ist mir in dem Prozess jetzt, den ich gerade hinter mir habe, sehr oft passiert. So ein Hochkaräter selbst zu erkennen, das ist dann schon schwierig, ja. Das Fazit bei mir rundum positiv und ich kann das nur jedem empfehlen, so einen Weg zu gehen, einfach mal diese Möglichkeit und diese Alternative zu ergreifen. Man braucht kein Randstadtkunde zu sein, um mit der Randstadt Personalberatung zusammenzuarbeiten. Man kann uns einfach anrufen oder halt über die Homepage gehen, uns anklicken, eine Stellenanforderung an uns stellen und Sie werden umgehend von uns kontaktiert und beraten.